So, dann begrüße ich alle, die gekommen sind hier zu unserem Workshop zu E-Partizipation, Mehrwert oder störendes Element. Ich hoffe, wir haben hier einen spannenden Dialog in den nächsten 60 Minuten. Wir werden Impulse von außen einbeziehen. Es gibt Fragen, die per Twitter gestellt werden können. Wir wollen natürlich auch, dass Sie die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen an die Panelisten. Deswegen halten wir die Einführung in das Thema ganz kurz. Ich stelle mich natürlich ganz kurz vor, Oliver Passek, ich bin der Sprecher von der Bundesarbeitsgemeinschaft Medien- und Netzpolitik der Grünen. Das ist die Medienkommission und ich freue mich, dass ich das Panel jetzt hier moderieren darf. Dann begrüße ich zu meiner Rechten einmal Daniel Reichert. Daniel ist Vorstand und Gründungsmitglied von Liquid Democracy, ja, einer sehr spannenden Initiative, einem Verein, der sich für mehr E-Partizipation, Bürgerbeteiligung vor allen Dingen auf elektronische Art und Weise einsetzt. Dann neben Daniel Reichert den innen- und netzpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Konstantin Vanutz, und vor allen Dingen heute auch hier in seiner Eigenschaft als Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Internet und digitale Gesellschaft für Bündnis 90 Die Grüne in dem Fall. Und last but not least freuen wir uns natürlich auch, dass Max Senges gekommen ist. Max arbeitet für Google und organisiert dort den Stakeholder-Dialog mit der Zivilgesellschaft und ist vor allen Dingen verantwortlich für die spannende Plattform Collaboratory, aber da hören wir dann gleich noch einiges mehr. Gut, ich mache eine kurze Einführung am Anfang in das Thema. Government 2.0, Open Government, Open Data, das sind alles Schlagwörter, die natürlich im politischen Betrieb aktuell eine große Rolle spielen. Es passieren auch einige hochinteressante Umsetzungsprojekte. So veranstaltet zum Beispiel die Stadt München einen Tag der offenen Verwaltung. Berlin zeichnet mit einem App-Wettbewerb die besten Applikationen zur Bürgerbeteiligung aus. Es gibt sehr viele Open-Data-Projekte, auch hier in Berlin. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat einen Versuch gemacht, den Koalitionsvertrag dort Ziele festzuschreiben, die eine weitgehende Öffnung von Daten und Dokumenten beinhalten. Den Merker aus Brandenburg, ein Beteiligungsprojekt, ein politisches, ist vielleicht einigen von Ihnen ein Begriff. Und natürlich last but not least auch ein Projekt, was hier heute im Mittelpunkt stehen soll, nämlich das Beteiligungstool der Internet-Enquete für den Bürgerdialog Autocracy. Das hören wir dann später noch. In der Praxis, ist die Umsetzung allerdings häufig ein bisschen holprig. Es gab einen Artikel Anfang dieser Woche, haben vielleicht einige gelesen, von Spiegel Online, wo ja sehr kritisch auf die verschiedenen Beteiligungsprojekte der Bundesregierung eingegangen worden ist. Zum Beispiel auf das Projekt von Innenminister Friedrich, der sich auf Vergessen im Internet Anregungen zur Datenkontrolle wünscht. Doch seit April sollen die Nutzer zum Beispiel über das Projekt Digitales Radiergummi diskutieren. Stattdessen aber posten die Nutzer massenweise Werbeeinträge im Internet, im Unterforum zu Viagra-Pillen oder Online-Casinos. Und das Ganze kommt nicht richtig in Gang. Und das Ministerium will das Ganze jetzt nochmal überarbeiten und verschieben. Aber wir haben ähnliche Probleme bei dem Bürgerdialog von Frau Schawan zu Zukunftstechnologien. Auch dort sind, wenn man das vergleicht mit anderen Dimensionen, bei Facebook zum Beispiel mit 150 Nutzern oder 100 Followern wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen eingetragen. Und diese ganzen Projekte, die initiiert werden von der Bundesregierung und von den Ministerien, kommen leider nicht richtig in den Quark. Was kann man besser machen? Sollte man besser machen? Wo läuft es besser? Da werden wir jetzt ganz spannende Impulse im Laufe dieses Workshops erhalten. Und wir fangen an mit einem kleinen Impuls, indem wir nochmal mit den wichtigsten Fragen zur elektronischen Bürgerbeteiligung konfrontiert werden. Es ist von einer Agentur aufbereitet. Jetzt kommt kein Ton, dabei haben wir das doch getestet. Doch. Willkommen zum Bürgerdialog 2.0, Wissenschaften mit dem Bürger. Was bedeutet Bürgerbeteiligung heute? Mehr als zwei Drittel oder 72% der Bürger haben bei der Bundestagswahl 2009 gewählt. 487 Randalierer wurden am 1. Mai in Berlin festgenommen. Gleichzeitig feierten 29.000 Bürger friedlich das Maifest. Aber wie viele Bürger haben schon einmal an einem Dialogverfahren teilgenommen? Repräsentieren vorhandene Dialogverfahren überhaupt einen breiten öffentlichen Diskurs? Ist der Bürger bereit, sich allzeit aktiv politisch zu beteiligen, wenn man ihm nur die Möglichkeit gibt?
Oder beteiligt sich der Bürger vielmehr, wenn er persönlich betroffen ist? Wenn radioaktiver Abfall in seiner Gegend endgelagert wird, wenn die Gesundheit seiner Kinder auf dem Spiel steht. Ohne Emotionen keine Beteiligung. Für einen Lösungsansatz bedeutet dies, der Bürger muss persönlich angesprochen und aktiviert werden. Zukunftstechnologien wie Nano müssten kein abstraktes Thema sein. Chancen und Risiken sind real. Die Idee ist daher ein Spotlight-Ansatz. Für jedes Thema findet man einen Ort in der Republik, wo exemplarisch Meinungen und Ängste, aber auch Chancen zu finden sind. Wissen, aber auch unterschiedlichste Perspektiven sind vor Ort. Wir sammeln Informationen durch Interviews mit Politikern, den betroffenen Bürgern, Interessenverbänden, aber auch Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Auf der Online-Dialogplattform kann der Bürger den Verlauf der Diskussion mitverfolgen, mitgestalten, bewerten, abstimmen und diskutieren. Zusätzlich wird dem Bürger vor Ort der Dialog durch selbstorganisierte Planungszellen ermöglicht. Die Ergebnisse werden gesammelt, verdichtet und auf die Online-Dialogplattform überführt. Die Einbettung in soziale Netzwerke unterstreicht die Breitenwirkung. Dazu werden neue Ansätze und Methoden der praktischen Einbindung konzipiert. Die Ergebnisse werden in einem Katalog zusammengeführt, um sie in den politischen Prozess einzuspeisen. Bürgerdialog 2.0 – Wissenschaften mit den Bürgern. Ja, Bürgerdialog 2.0, auch das Thema unserer Diskussion jetzt. Ob das Ganze in der Praxis wirklich so funktioniert, wie sich das idealtypisch anhört, werden wir jetzt im Laufe der Diskussion dann feststellen. Ich richte die erste Frage an Daniel Reichert. Daniel, ihr habt ja diesen Verein gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, Bürgerbeteiligung vor allen Dingen auch mit elektronischen Tools umzusetzen, für mehr Partizipation im politischen Geschäft zu sorgen. Vielleicht sagst du am Anfang einfach mal, was Liquid Democracy alles macht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, Liquid Democracy e.V. Wir haben uns vor circa 2,5 Jahren gegründet. Die Ziele, warum wir zusammengekommen sind, also jetzt die Gründer und die jetzigen Mitglieder, sind die große Frage im Prinzip, wie können wir Sinn bekommen, dass wir eben die politischen Prozesse, die diskursiven politischen Prozesse vor allem, aufmachen können. Dass wir es also schaffen, dass ich, wenn ich als Bürger ein Interesse habe an einem bestimmten Thema, dass ich mich zu diesem Thema auch gezielt einbringen kann und eben nicht diese ganz langen Wege über die Institutionen immer gehen muss, sozusagen. Da spielt digitale Beteiligung natürlich eine Rolle, weil es einfach große neue Chancen bietet. Man hat jetzt erstmals die Möglichkeit, dass man wirklich viele zu vielen in Echtzeit schnell kommunizieren kann, dass man das auch gut strukturieren kann, solche Diskurse. Daher entwickeln wir auch eine Web-Applikation, eine Adhocracy, die Software, das ist eine Open-Source-Software. Das ist aber nur ein Bereich. Im Prinzip, was wir im Verein insgesamt machen, ist, dass wir zum einen eben uns die Theorien überlegen, wie kann man das einbringen. Und was uns noch ein recht wichtiger Fokus ist, auch ein bisschen davon wegzukommen, zu denken, dass Demokratie eine reine Staatstheorie sei. Also wir haben ein großes Interesse daran, insgesamt zu schauen, wie kann man eigentlich Prozesse, in denen Menschen zusammenarbeiten, in verschiedensten Organisationen, in Bildungseinrichtungen, wie kann man die demokratisieren? Einfach, dass man eben mehr Lebensbereiche der Demokratie zugänglich macht, sozusagen. Wir werden nachher über orquettbeteiligung.de sprechen, das werde ich dann auch nochmal kurz genauer zeigen mit ein paar Screenshots. Da ist dann eben das Beispiel mit einer Orquettkommission des Bundestags, aber wir machen eben auch Projekte, zum Beispiel mit dem Landesjugendring oder jetzt gerade auch mit der SPD oder mit anderen Vereinen, anfangs waren wir mehr Demokratie e.V. zum Beispiel, und genau, vielleicht erstmal so viel dazu. Genau, vielen Dank, Daniel. Dann können wir jetzt direkt anknüpfen an Konstantin von Notz. Bürgerbeteiligung, auch elektronische Demokratie, ja auch schon seit langem auch ein wichtiges Thema für Bündnis 90 Die Grünen. Du hast ja selber in deiner eigenen Arbeit sehr viel auch mit diesen Tools zu tun. Auch die Grünen haben ja schon Experimente gemacht, dass zum Beispiel ein Teil des Wahlprogramms bei der letzten Bundestagswahl auch online diskutiert worden ist. Und jetzt gibt es sozusagen den Dialogprozess im Bundestag auch in der Internet-Enquete. Vielleicht kannst du ganz kurz vorstellen, welche Ziele du mit der Arbeit in der Internet-Enquete verknüpfst, verbunden dann mit den politischen Zielen auch von deiner Partei.
Naja, also auch vielen Dank für die Einladung. Also ist es so, dass das gesamte, muss man vielleicht mit einem Satz erzählen, was eine Enquete eigentlich ist. Normal arbeitet der Bundestag ja mit Ausschüssen und wenn er sich mal so richtig intensiv mit dem Thema beschäftigen will, also anders als sonst, dann gründet er eine Enquete, ja, und beruft da eben 17, in unserem Fall jetzt 17 MdBs und 17 Fachleute und die versuchen da mal was ganz Substanzielles aufzuschreiben. Und bei dem Problem oder bei dem Thema, Problem ist ja auch schon lustig, aber bei dem Thema Internet und digitale Gesellschaft, wie die Enquete jetzt heißt, ist eben eine der Schwierigkeiten, dass man schon in der Bevölkerung sehr unterschiedliche Wahrnehmungen der Wichtigkeit dieses Themas hat. Und wenn ich jetzt im Wahlkampf in der Straße in Mölln stehe und sage, Leute, also Netzneutralität ist ganz wichtig und so versteht kein Mensch, wovon ich rede. Und das ist sozusagen eine der Probleme, mit denen sich die Enquete auseinandersetzt. Und deswegen war einer der Ansätze, die wir eben mit der Beteiligung erreichen wollten, eine Transparentmachung überhaupt dieses Themas, ein Runterbrechen des Themas fernab der sozusagen Medienberichterstattung, die bestenfalls immer sehr punktuell zu einem Zwischenbericht oder wenn gerade irgendwie großer Streit ist bei einem Thema, läuft. Und der zweite Gesichtspunkt war, dass es gerade bei diesem Thema Netz eben hohes Fachwissen auch einfach breit durch die Bevölkerung gibt, weil eben inzwischen viele, viele Menschen, und das steht ja so ein bisschen in Diskrepanz zu dem ersten, aber so ist es, viele Millionen Menschen, würde ich sogar sagen, ein hohes Fachwissen haben bezüglich dieses Themenbereichs und es ist eigentlich interessant zu überlegen, inwieweit man, wenn der Bundestag sich versucht, kompetent zu machen in dem Bereich, eben versucht, dieses Wissen mit aufzunehmen oder eine Möglichkeit zumindest der Rückspiegelung zu geben. Das Ganze ist, kann man glaube ich schon sagen, was ganz Neues. Klingt irgendwie komisch, dass das so ist, aber das mag man vor allen Dingen auch im Umgang mit der Bundestagsverwaltung sozusagen einen Bereich zu schaffen, in dem so eine Art Kommunikation stattfindet zwischen dem Hohen Haus und der Bevölkerung, in dem irgendwie auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird. Das ist unter vielen Gesichtspunkten befremdet das erstmal ganz viele Leute. Und es gibt immer noch große Probleme in ganz vielen Bereichen, was das angeht. Also zum Beispiel ist Beteiligung ja gar nicht vorstellbar in irgendeinem Forum oder so, ohne dass ich die Sitzungen, auf die sich dann diese Sachen dann beziehen, transparent mache und öffentlich mache. Ja, also das heißt streame, sonst können die Leute ja immer nur irgendwie im Nebel stochern, was da jetzt für Sätzchen stehen. Und es ist ganz schwierig, sozusagen grundsätzlich Sitzungen öffentlich zu machen und zu streamen. Also jetzt nicht die Enquete-Sitzung selbst, das haben wir durchgesetzt nach langem Streit, aber jetzt eben die der Projektgruppe und damit dann auch die konkrete Beteiligung. Na gut, also wir haben es bisher immer so verstanden, und so dann auch durchgesetzt bekommen, sowohl gegen Skepsis in der Politik als dann auch in der Verwaltung, indem wir gesagt haben, hier ist ein neues Feld, es besteht ein Bedürfnis der Menschen, sich besser zu informieren, vor allen Dingen transparenter zu machen, wie Diskussionen im politischen Betrieb laufen und dann sozusagen an dritter Stelle so eine Art Rückbouncing von Kompetenz und Wissen in die Gremien zu haben. Wobei man ganz wichtig dabei immer betonen muss, das ist auch tatsächlich meine Auffassung, dass das nur sozusagen, also das erfolgt ohne eine Verpflichtung dieser demokratisch legitimierten Gremien, sondern es kann immer nur ein Angebot sein. Ja? Also wenn Leute jetzt in irgendein Unterforum schreiben, bei Netzneutralität fänden wir es ganz toll, wenn man den und den Gedanken mitdenkt oder warum machen wir nicht alle öffentlichen Beteiligungsverfahren bei Baugeschichten, warum bieten wir da nicht grundsätzlich ein digitales Beteiligungsverfahren und sparen uns den ganzen Quatsch, die Sachen im Rathaus auszulegen oder so, dann ist das ein Vorschlag, den die Enquete sofort aufnehmen kann, aber es besteht eben keinerlei Verpflichtung, sondern es muss immer dann eine Mehrheitsentscheidung der Enquete sein. Also das ist so eine ganz wichtige Sache, dass das überhaupt mehrheitsfähig klappt. Naja, und ich finde, wir haben schon viel erreicht und wir werden das nachher hören auch. Es ist dann immer, wenn man es beguckt, dann denkt man, ja, wenn 82 Millionen Menschen, dann sind es doch nicht ganz so viele. Aber man muss sozusagen diese Leuchtturm-Projektartigkeit der Sache sehen
Und insofern würde ich dazu neigen, bei allen Problemen, die es gibt, erstmal die Enquete, wie sie in dem Bereich gelaufen ist, als relativ progressiv und erfolgreich zu beschreiben. Vielen Dank, Konstantin. Wir knüpfen jetzt gleich an ein nächstes spannendes Projekt an. Ich denke, es ist auch eine Art Leuchtturm-Pilotprojekt, was es in der Form auch noch nicht gegeben hat. Google, ja, als globales Unternehmen, das sozusagen auf Informationen beruht, eröffnet einen Multi-Stakeholder-Dialog unter Einbeziehung von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Eine spannende Geschichte, aber sicherlich auch im Zusammenhang mit einem Unternehmen wie Google, was natürlich durchaus auch Angriffsflächen bietet, sicherlich auch nicht einfach. Und ich würde dich jetzt einfach bitten, mal am Anfang, Max, dieses spannende Projekt kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne anfangen, ganz kurz einen Schritt zurückzugehen. E-Partizipation, Open Gov. Was bedeutet das? Dann erklären, was das CoLab ist, was wir da speziell zum Thema Open Government gemacht haben. Und dann zum Schluss nochmal zeigen, dass auf der internationalen Ebene und speziell, wenn man sich die, ich sag mal, traditionell historisch gewachsenen Governance-Stellen für das Internet anschaut, das W3C, ISOC etc., da schon sehr viel Partizipation, sehr viel Offenheit gelebt wird. Und das ist auch was, wo wir sehr viel, also da komme ich, sagen wir mal, her. Ich kenne diese Prozesse und habe das jetzt eher nach Deutschland gebracht mit dem CoLab. Und insofern wollte ich diesen Weg kurz beschreiben. Also E-Partizipation und Open Gov, für mich bedeutet das eigentlich hauptsächlich Open Governance oder Multi-Stakeholder Governance, also eine dauerhafte Steuerung, eine kontinuierliche Steuerung der Entscheidungsprozesse und politischen Debatten, die passieren, unter Einbeziehung aller relevanten Akteure, also der Betroffenen, der Betreiber und den vermittelnden Interessensträgern. Das erscheint mir besonders, wenn es um Themen wie transformiert das Internet die Gesellschaft, wie regulieren wir, wie steuern wir das Internet, besonders relevant, denn das ist ein sehr komplexes Thema und ich sag mal, nicht jeder Politiker versteht alle Einzelheiten der technischen Grundlagen, die da unten drunter laufen. Und insofern sollten die verschiedenen Akteure auch die Verantwortlichkeiten entsprechend trennen beziehungsweise gemeinsam darüber reden, wie man zu einem besseren oder einem guten Ergebnis kommt. Also eher eine kompetenzbasierte Aufteilung dann als unbedingt immer im klassischen Sinne eine demokratisch, in Klammern populistische Verteilung. Das erscheint mir da ganz wichtig. Jetzt, was machen wir in dem Internet- und Gesellschafts-Collaboratory? Wir versuchen eben genau diese Akteursgruppe, Leute, Experten, die sich dazu zu dem Thema interessieren, sich daran beteiligen wollen, an dem Prozess zusammenzubringen zu verschiedenen Themen. Bis jetzt haben wir drei Initiativen gemacht. Innovationskultur war ein Thema, Open Government, also wie übersetzen wir dieses Konzept, das ja hauptsächlich aus dem angelsächsischen Raum bekannt ist, in die deutsche Politikkultur. Und dann haben wir eine Initiative zu Urheberrecht oder Regelungssystemen für informationelle Güter gemacht. Und momentan beschäftigen wir uns mit dem spannenden Thema Privatheit und Öffentlichkeit, wie sich das verändert im Internet, im Kontext des Internets. In dem Open Government CoLab haben wir drei Schwerpunkte gesetzt. Einmal die Überlegung, was verändert sich eigentlich strategisch mit dem Ansprechpartner Politik im Hinterkopf. Der Professor Philipp Müller, der später auch noch hier sprechen wird, hat eine machiavellianische Perspektive gewählt, um praktisch den Entscheidern zu zeigen, ihr habt hier neue Möglichkeiten an der Hand, nutzt die für euch, so ein bisschen an den an die strategischen Komponenten für den Einzelnen appellierend. Ein Kapitel zur E-Partizipation, was da momentan erfolgreich ist, was man als Best Practices weiterempfehlen kann. Und ein Kapitel zum Thema Open Data, also wie kann man durch Transparenz und das Teilen von Informationen und Daten eine bessere Kontrolle und bessere Governance schaffen. Wie gesagt, abschließend noch ganz kurz zu dem Internet-Governance-Raum, der ja sich eigentlich parallel zu den klassischen Regierungs- und intergovernmentalen Organisationen entwickelt hat in Form von ICANN und ISOC, also der Internet Society.
Und einem Experiment, was ich da besonders interessant finde, denn das bringt eigentlich so eine Enquete-Denke und diese Denke, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen, sehr schön auf den Punkt. Das ist das Internet Governance Forum, was jetzt dieses Jahr zum 6. Mal stattfindet in Nairobi. Das ist ein sehr offenes Forum, da kann jeder ohne Gebühren sich registrieren und daran teilnehmen und einfach an dem Diskurs erstmal zuhören, idealerweise nicht sofort denken, man wüsste es besser, sondern zuhören. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahre wirklich so entwickelt, dass der Diskursraum immer höher geworden ist und immer mehr Akteure auch gegenseitig die Perspektiven besser verstehen. Und ich denke, da können wir einiges davon lernen, auch für den nationalen Diskurs. Genau, ja, vielen Dank, Max, für die spannende Einführung in das Co-Laboratory. Es wird sicherlich auch noch einige Fragen aufwerfen. Wir kommen jetzt zu konkreten Projekten, denn zur Umsetzung von diesen Multi-Stakeholder-Dialogen ist es natürlich auch wichtig, dass man die entsprechenden Tools hat und alle Institutionen, seien es jetzt das Co-Lab oder auch die Internet-Enquete, arbeiten inzwischen auch mit solchen speziell für den Dialog entwickelten Tools. Bei euch ist es so, euer Tool heißt Autocracy und Autocracy ist eine Software, die praktisch hinter eurem Verein steht. Das Ziel ist, Demokratie ist nicht nur als Staatsform denkbar, sondern auch als eine neue Form des kooperativen Managements. In Adhocracy können Organisationen wie NGOs, Netzwerkinitiativen oder Firmen durch einen demokratischen Prozess ihre Ziele, Strategien, interne Regeln oder Positionen entwickeln. Adhocracy ist also sowas wie die praktische Umsetzung einer sehr spannenden Theorie und wir sind jetzt gespannt, mehr darüber zu erfahren. Ja, genau, ich habe ein paar Folien mitgebracht, dass Sie dies noch nicht kennen, sich da vielleicht ein bisschen besser was darunter vorstellen können. Jetzt, genau. Die Herausforderung ist immer, wenn man solche Tools macht, also was wir nicht möchten, ist, dass wir ein typisches Forum haben, wo man eben eine Frage stellen kann, eine Antwort geben kann und diskutieren kann, sondern die Herausforderung ist, dass wir es hinbekommen, dass man über das Internet wirklich in die Arbeitsprozesse der betroffenen Organisation reingehen kann. Und da ist es die Enquete-Kommission ein sehr gutes Beispiel für, weil ja wirklich auch der Wunsch der Mitglieder war, dass eben nicht nur ein Forum stattfindet, sondern dass an den Arbeitspapieren, die dort erstellt werden, die Bürger übers Internet mitarbeiten können. Insgesamt haben wir es so aufgebaut, die Enquete-Kommission ist in mehrere Projektgruppen unterteilt zu unterschiedlichen Themen und wir haben es eben so aufgebaut, dass jede dieser Projektgruppen einen eigenen Internetauftritt hat sozusagen, also eine eigene Subdomain. Ich komme hier ein bisschen schlecht ran, genau. Genau, eine Startzeit ist so nur zum Beispiel jetzt der Projektgruppe Demokratie und Staat, hier Konstantin von Notz, der vorsitzt, sieht man hier kurz. Ich erkläre nur ganz grob die Hauptgliederungspunkte, die sich eben in dieser Software ergeben. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, sonst würden wir die ganze Zeit hier damit verbringen. Was hier jetzt eben die Herangehensweise ist, dass wir erstmal über Autocracy eine Meinungsfindungsphase hatten. Wo die Bürger gefragt wurden, zu welchen Themen soll die Projektgruppe eigentlich arbeiten. Und daraus wurde ein Arbeitsprogramm erstellt, als die Phase vorbei war. Und zu diesen Themen, die dann beschlossen wurden, dass die erarbeitet werden sollen, wurden praktisch die Papierebene eingebracht. Also es wurden die Kapitel eingebracht, an diesen Papieren soll gearbeitet werden. Die eine Ebene ist also in der Software, dass man eine Datenbank hat, in der vorgegeben ist, zu diesen Themen gibt es ein Arbeitsergebnis und man hat immer einen eindeutigen Stand des Jetzt-Zustandes sozusagen, wie weit man da ist. Die nächste Ebene ist, dass wir es eben hinbekommen, dass man übers Internet auch wirklich direkt an der Arbeit teilhaben kann und dass man nicht einen Parallelprozess entwickelt, dass man eben auch an den Terminen, die in der Projektgruppe vor Ort stattfinden, teilhaben kann übers Internet. Dafür haben wir jetzt eine relativ neue Funktion reingebracht, die sogenannten Termine. Das heißt, man kann die Termine, die es gibt, einbringen in die Projektgruppe, kann zu den Terminen festlegen, an welchen Themen soll dort gearbeitet werden und über die Software kann man eben die Vorschläge, die von den Bürgern eingebracht werden, können sich auf diese Termine auch beziehen. Und dadurch ist einfach gewährleistet, dass immer, wenn ein Thema bearbeitet wird in der Enquete-Kommission vor Ort, bringt die Software alle Vorschläge, die zu diesen Themen eingebracht wurden, mit rein, dass man dann eben auch sehen kann, was zu diesem Thema gerade aktuell diskutiert wird. Und man als Bürger aber eben auch weiß, ob es sich jetzt zum Beispiel noch lohnt, sich zu diesem Thema zu engagieren oder ob das eben schon vorbei ist oder ob es noch kommt. Genau. Die nächste Ebene sind dann die Vorschläge. Ich kann also als Bürger einen Vorschlag einbringen zu einem Thema, was relativ viel getan wird in dieser Projektgruppe. Und die können sich dann eben, was hier vielleicht noch die Besonderheit des Autocracy ist, diese Vorschläge können sich
eben direkt auf die Papiere beziehen, die eingebracht sind. Das heißt, man kann erstmal eine grobe Zielvorstellung einbringen. Dadurch kriegt man es meistens eben auch hin, dass man nicht nur als absoluter Experte, der jetzt wirklich mitformulieren kann an einem Thesenpapier, das da verabschiedet werden soll, sich mit einbringen kann, sondern man kann erstmal auch eine relativ vage, ein vages Interesse einbringen. Also kann sagen, was möchte man allgemein erreichen. Und dann können eben andere Nutzer, die das gleiche Ziel verfolgen, haben die Möglichkeit zu sagen, okay, das finde ich auch wichtig, finde ich auch gut und ich habe da auch eine Expertise zu, ich kenne mich mit dem Thema aus, ich bringe jetzt eben auch Formulierungsvorschläge mit ein, wie man das erreichen kann. Und genau, das sieht eben dann hier so aus, dass man praktisch direkt auf die Papiere bezogen Textanträge stellen kann. Am besten schaut man sich es live an auf orcadbeteiligung.de. Es ist eine relativ komplexe Software, das ist auch immer ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, weil wir zum einen eben hinbekommen möchten, dass man wirklich arbeiten kann damit, also dass auch die komplexen Strukturen, die man in der realen Welt ja vorfindet, dass die mitgegangen werden können. Auf der anderen Seite muss es auch hinbekommen, dass es nicht so komplex wird, dass es eben kaum noch jemand versteht. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung, an der wir gerade arbeiten. Da freuen wir uns jetzt auch, dass das Collaboratory uns da hilft und dass sie uns durch eine Förderung einen Usability-Experten ermöglicht haben. Das ist gerade die Haupttätigkeit, an der wir noch dran sind. Da hoffen wir, dass wir in 4 bis 8 Wochen eine neue Version haben, die dann vielleicht ein bisschen übersichtlicher noch ist. Danke. Genau, die aktuellen Zahlen sind, ich glaube, auf die Nutzer genau habe ich es nicht, so circa 18, 1900 sind gerade angemeldet. In der Projektgruppe, man muss noch jeder einzelnen Projektgruppe beitreten, in der Projektgruppe Demokratie und Staat sind es, ich glaube, knapp 900. Wir haben circa 60 Vorschläge und viele tausend Kommentare und Bewertungen und genau. Man wünscht sich natürlich immer mehr. Ich denke, das ist insgesamt ein Prozess, den alle zusammen lernen müssen. Also es wurde schon dieses Leuchtturm-Metapher gefallen. Ich glaube, auch als Bürger, zu der Seite gehöre ich ja auch, ist man es einfach nicht gewohnt, dass man ernsthaft gefragt wird. Und man kennt viele Projekte, wo eben, die schaut man sich an und man sieht ziemlich schnell, das ist ähnlich wie beim Greenwashing, es wird geguckt, wie Partizipationswashing, könnte man es auch nennen, wie können wir uns als Organisation partizipativ darstellen und am Ende kommt nichts bei raus. Und da fühlt man sich als Bürger auch leicht verarscht. Und ich denke, da müssen eben alle Akteure zusammen auch nach und nach lernen und mal ein paar Musterbeispiele bringen. Guck mal, hier passiert wirklich auch was mit eurem Engagement. Und dann bin ich als Bürger auch eher bereit, meine Zeit zu investieren in diese Prozesse. Das geht. Ja, vielen Dank, Daniel, für die Hintergründe und auch die technischen Informationen zu Autocracy, zu dem Beteiligungstool. Wir kommen jetzt quasi zur politischen Bewertung durch Konstantin von Notz. Das Stichwort ist ja gefallen, der berühmte 18. Sachverständige, die berühmte 18. Sachverständige. Die Einbindung der Öffentlichkeit, der Dialog ist ja quasi das Herzstück auch der Enquete, was sie besonders macht und dafür neue Impulse sorgen soll. Wir haben jetzt auch einige Zahlen schon gehört. Wie sind denn die bisherigen Arbeitserfahrungen? Können schon einzelne Vorschläge, Elemente eingebunden werden? Wie zufrieden seid ihr mit dem Dialog? Vielleicht auch, wie kannst du das sozusagen umsetzen, dass du die in einem auch, sage ich mal, komplexen Alltag, in dem du auch diese Impulse dann bekommst und auswerten kannst? Also man muss dazu sagen, die Projektgruppe Demokratie und Staat beginnt jetzt gerade erst und wir haben ein Arbeitspapier erstellt, sozusagen einen Fahrplan, wie wir es machen wollen und der ist auch schon in der ersten Sitzung verabschiedet worden und in dem sind im Grunde praktisch alle Vorschläge, die gekommen sind, über Autocracy aufgenommen worden. Ja, das kann man schon so sagen. Gab auch einen großen Willen, das zu machen, eben weil gerade bei dem Thema die Beteiligung besonders groß ist und das ist eben auch ein Gedanke, den man sich, finde ich, jetzt auch, ich sage das mal, aus so einer politischen Perspektive klar machen muss, ist ja vorhin in diesem Hörspiel, das wir kurz gehört haben, gesagt worden, dass natürlich diese Emotionalisierung des Themas ganz wesentlich ist. Ja? Also entweder du bist der totale Expertenfreak und brennst für das Thema, was alle anderen langweilig finden, oder es ist ein total emotionalisierendes Thema. Aber jetzt zum Beispiel nehmen wir mal den Datenschutz, das ist auch was praktisch alle Menschen betrifft und mega relevant ist und ja, kann man auch sagen, ist eine der zentralen Fragen, auch bürgerrechtlich, wie das jetzt die nächsten Jahre läuft. Da war die Beteiligung sehr schwach, weil das einfach ein mega kompliziertes, total verrechtlichtes Thema ist. Da kann man so jetzt mal als Laie
vielleicht hier und da mal einen lockeren Spruch raushauen, aber so richtig sozusagen, und das sage ich nicht, um das abzuwerten, aber so richtig sozusagen die Beteiligung da zu machen, das komplizierter, sperriger und schwieriger als jetzt bei so einer Frage wie Demokratie und Staat, Bürgerbeteiligung. Da haben viele Leute eine Meinung zu und da funktioniert es einfach automatisch sehr viel besser. Und das ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall etwas, was wir eben in der Entwicklung auch der Themen, die man aussucht, auswählt und für die man versucht, eben diese erstmal modellhaften Projekte zu machen, eben berücksichtigen muss. Interessant wird es sozusagen an der Stelle nachher im Abschlussbericht, wenn das so funktioniert, wie wir uns das wünschen, jetzt in den nächsten Arbeitsgruppen. Man kann ja auch dann einzelne Vorschläge bewerten. Und jetzt sagen wir mal, dass entgegen aller Meinungen in der Enquete selbst, der politischen Fraktionen und der Fachleute, findet irgendwie ein Vorschlag so einen ganz nachhaltigen Rückhall im Beteiligungstool. Dass das dann eben auch eine Berücksichtigung, eine Wahrnehmbarkeit im Abschlussbericht der Enquete findet. Das wäre eine ganz wichtige Sache für die Leute, die sich eben auch beteiligen, und dass das dann nachher nicht, weil es politisch nicht opportun ist für die Mehrheit, sozusagen dann irgendwie abgebügelt wird. Ob das so funktioniert, wie wir uns das wünschen, das muss ich erst noch beweisen. Aber jetzt in der ersten Runde Demokratie und Staat, Aufnahme dieser vielen Vorschläge, die da gekommen ist, da war eine große Offenheit da. Die hat allerdings bisher auch niemandem so richtig wehgetan, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, also so. Und naja, und die Entwicklung insgesamt, also wir haben auch schon, das will ich vielleicht nochmal kurz ergänzen, wir haben in den letzten 2 Jahren auch an der einen oder anderen Stelle versucht, sozusagen bei der Arbeit, die wir im Bundestag machen, so eine Beteiligung hinzubekommen, und es ist eben häufig so, dass man eben Expertenwissen abrufen kann. Und ich finde das aber auch, wenn man das tut, ist das für den politischen Prozess, den man fährt und den man macht, manchmal sehr viel wertvoller, als wenn jetzt irgendwie 200 Leute oder 2000 oder 20.000 Leute drauf gucken und flapsige Bemerkungen hinschreiben und sagen, das finde ich geil oder gar nicht oder so. Ja, wir haben zum Arbeitnehmerdatenschutzgesetz eine Beteiligung gemacht. Da haben sich, ich sage jetzt mal so aus dem Bauch, 100 verschiedene Leute beteiligt und dazu was substanziell geschrieben. Gewerkschaften, Professoren, Betroffene, Whistleblower, so, also ganz spezialisierte Leute. Und das war ungeheuer gehaltvoll. Da haben sich nur 100 Leute beteiligt, aber das war für uns sozusagen ein ganz cooler Prozess, bei dem wir unheimlich viel für unsere politische Arbeit mitgenommen haben. Und deswegen würde ich perspektivisch eben immer sagen, es kommt nachher nicht darauf an, dass man sagt, so an dem Ding haben sich jetzt 250.000 Menschen beteiligt, das war also ein super Prozess, sondern man muss sehr genau hingucken, wie diese Diskussionen und dann die Übernahme von Ideen und Ähnlichem im Detail gelaufen sind. Haben dich denn persönlich jetzt die vielen Impulse jetzt überrascht oder hättest du eigentlich noch mehr Anmeldungen gewünscht? Oder wie ist da so der erste Eindruck jetzt, die Zwischenbilanz? Es ist ja vorhin schon gesagt worden, man wünscht sich immer mehr Beteiligung. Und weil es Widerstände zu überwinden gab, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, ja, gibt es natürlich so eine Battle mit der Verwaltung, die sagt, ja, und auch mit den politischen Kräften, die das eher skeptisch betrachten, die sagt, ja, also wenn da ja 15 Leute mitmachen, das ist ja alles Quatsch, ja, dass die können ja auch oben auf der Tribüne sitzen und mal was reinrufen oder so, warum machen wir uns den ganzen Quatsch hier eigentlich? So, und deswegen wünscht man sich natürlich, dass da viel mehr Leute mitmachen, aber, und das sage ich jetzt nicht irgendwie, aber es ist tatsächlich so, nicht, ein Shitstorm über lustige Anonymitätsdiskussionen in bayerischen Bierhäusern löst spontan mehr Beteiligung aus bei Twitter als jetzt sozusagen eine sachbezogene, harte Auseinandersetzung bezüglich eines
Punktes. Ja, also diese sozusagen Echauffierungswellen im Netz laufen sehr viel einfacher und unkomplizierter durch, als dann nachher sozusagen wirklich mal 17 Seiten Unterlagen zu lesen und dann was Substanzielles dahin zu schreiben. Aber es ist eben was Prozesshaftes und ich glaube, da ist viel Wahres dran, dass auch im Hinblick darauf, dass die Leute eben wirklich glauben, ja, ich werde da ernst genommen, viel zu erreichen ist. Und ich würde eben, also ich würde es nicht unter diesem Thema, das finde ich immer auch bei ganz vielen Sachen, die wir in dem Bereich diskutieren, sozusagen die schöne neue Welt von morgen und alles wird ganz einfach. Ja, so wird es nicht sein. Aber wenn man sich anguckt, wie heutzutage Beteiligungsverfahren, gesetzliche Beteiligungsverfahren in Bauplanungsrecht und ähnlichen Sachen ablaufen, was für Chancen darin, die ja nur sehr begrenzt dann tatsächlich wahrgenommen werden und immer nur, wenn es Protestwellen gibt, dann sagt man, ah, da, so, ne, und ansonsten jede Stellungnahme, die der NABU abgibt, liest niemand außer der Baureferent in der Behörde XY. Aber wenn man das eben sozusagen, diese Gedanken, die wir hier diskutieren, damit verbindet und vielleicht sogar feste Verfahren findet in unserer alltäglichen behördlichen Arbeit, mit dem Internetbeteiligung eben zu institutionalisieren, dann glaube ich, liegen da ganz große Chancen drin. So, wir haben jetzt die ersten Reaktionen über, ist schon was gekommen über Twitter? Okay, gut. Dann haben wir jetzt die Chance, Nachfragen zu stellen, würde ich sagen. Bitte. Nee, gar nicht. Also wir haben auch keine Mittel von Bundestagsseite aus. Die wurden vom Ältestenrat verwehrt. Das gibt heißt, wir haben null Budget. Wir machen das als gemeinnütziger Verein. Wir kriegen ein paar Spenden, wodurch wir ein bisschen auch professionell dran arbeiten können. Aber es wurde keine Werbekampagne und ich glaube bisher auch noch keine Pressekonferenz oder sowas dazu abgehalten. Also wenn ich... Hallo. Und zwar, wenn die Informationen bei Ihnen auf der Webseite eingetragen werden, werden diese gefiltert oder werden die ungefiltert weiter an die Enquete geliefert? Also da ist halt eine Frage, ob da irgendwie ein Zwischenfilter eingeschaltet ist und wenn ja, wer den verwaltet? Das ist einer der zentralsten Punkte, den auch wir immer sagen, da haben wir auch ein bisschen drum gekämpft. Es gibt keine Vorselektion. Also ich als Nutzer würde mich selbst nicht ernst genommen fühlen, wenn ich einen Kommentar schreiben würde. Das würde erst an ein Gremium gehen, das mir sagen würde, okay, das darfst du jetzt sagen oder nicht. Und dann wird es zurückgehalten. Also wenn ich auf Speichern drücke auf der Plattform, ist es online. Es gibt natürlich eine Auswahl, was davon dann reingetragen wird in die Projektgruppensitzung. Weil es natürlich zu manchen Themen zu viel wäre, man kann nicht jedes Kommentar einbringen. Das wird aber auch danach ausgefiltert, wie viel Unterstützung der Nutzer hat, dieser Vorschlag. Also wenn... Bisher waren, glaube ich, zu den meisten Themen wurde alles eingebracht. Wenn jetzt aber es eben so ist, dass jemand was Unqualifiziertes schreibt und es wird auch von den Nutzern negativ bewertet, dann müsste man das nicht einbringen. Aber es gibt eben kein Gremium auf Seiten des Bundestags oder bei uns, das irgendeine Filterung vornimmt. So, ich würde sagen, vielleicht noch eine Nachfrage, dann machen wir erstmal weiter. Bitte. Ja, also erstmal vorweg, ich finde es ganz prima, dass das implementiert wurde und dass es auch gegen die Kritik und den harten Widerstand Einzelner durchgesetzt wurde. Es ist ja, der Übergriff ist ja Bürgerbeteiligung. Und das, was der Konstantin gerade als positive Erfahrung geschildert hat, klang ja eher so ein bisschen wie eine erweiterte Sachverständigenbefragung in einer Ausschusssitzung, denn wie eine Bürgerbeteiligung, Gewerkschaften, Professoren und so weiter und so fort. Auf einem Chart war ganz kurz mal so Abstimmungsergebnisse zu sehen und ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau, 237 zu 0, 159 zu 3, also da hat sich ein sehr homogenes Meinungsbild oder Abstimmungsverhalten artikuliert. Meine Frage, inwieweit läuft so ein Tool, möglicherweise instrumentenbedingt, aber möglicherweise auch themenbedingt, in die Gefahr, ein homogenes Meinungsbild einer eher digitalen Elite abzubilden, als tatsächlich einer breiten gesellschaftlichen Meinung. Also inwieweit kommen sozusagen abweichende Meinungen überhaupt hier zum Tragen, weil die Leute das Tool nehmen, also in Anspruch nehmen? Die abweichenden Meinungen sind durch Herrn Uhl im Deutschen Bundestag vertreten, ja.
Nee, also, nee, das ist natürlich ein Problem, ja. Das ist ganz offensichtlich ein Problem und das kann man ja auch, wenn man sozusagen sich anguckt, wie die Leute drauf sind, auch politisch, die sich überwiegend im Netz betrachten, dann ist das nicht eins zu eins repräsentativ für wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, ja. Aber es gibt ja diesen wunderbaren amerikanischen Spruch, Democracy is made by those who show up. Und das ist sozusagen auch in der realen Welt so. Nicht? Man kann auch jetzt, ne, das ist ein ganz wichtiges Thema hier, jetzt sind die Reihen gut besucht, aber wir haben gestern über, keine Ahnung, die Musikindustrie bei der Popcom gesprochen, da waren nicht sehr viele Leute da, würde man sagen, ist ein wichtiges Thema, waren nicht genug Leute da. So, und das ist im Netz natürlich genauso. Die Leute, die sich drum kümmern, die sich für interessieren, die Lust darauf haben, da irgendwie was zu gestalten, die kommen halt dahin und die gestalten. Und die, die es nicht tun, eben leider nicht. Ja? Und ich würde mir insgesamt keine Gedanken darüber machen, dass im Deutschen Bundestag sozusagen da die Gefahr besteht, dass das eine Unwucht bekommt, sondern diese Enquete versucht sozusagen eine Wucht herzustellen für einen Bereich, der in den letzten Jahren und vielleicht sogar 10, 15 Jahren massiv unterrepräsentiert und massiv sozusagen lieblos behandelt worden ist. Ja, und insofern ist das, was da zum Ausdruck kommt, sozusagen ein Teil der Realität, der bisher bei einem blinden, politisch mit einem blinden Fleck belegt war. Und insofern, da ist was Wahres dran, aber ich würde sagen, im großen Picture balanciert es sich aus. Okay, vielen Dank. Wir kommen jetzt nochmal zur privatwirtschaftlichen Initiative in diesem Beteiligungsdialog. Wir hatten ja schon gehört, wie das Collaboratory konzipiert und arbeitet. Ich würde dich jetzt gerne nochmal, Max, mit Aspekten konfrontieren. Wie siehst du denn allgemein, welche Chancen und Risiken von so einem Engagement einer globalen Firma wie Google? Ist es einfach auch eine Art von Lobbyismus 2.0? Welche Schwierigkeiten treten möglicherweise auf bei der Auswahl eurer Experten, die auch zum Teil dann auch wichtige politische Funktionen haben oder aus stark zivilgesellschaftlich geprägten Zusammenhängen kommen? Wie ist das mit der Finanzierung? Ist das Transparenz? Wie ist das insgesamt in so eine politische Arbeit von einem Unternehmen wie Google, ja auch mit bestimmten wirtschaftlichen Zielen dann eingebunden? Ja, gut, dann antworte ich zuerst auf deine Frage, dann hätte ich auch zu dem Adhocracy-Thema noch ein paar Kommentare. Also vielleicht zunächst die Frage der Finanzierung. Ja, das ist ganz transparent, steht bei uns auf der Webseite, auf unter uns, wie das aussieht. Momentan ist Google der einzige finanzielle Träger, aber wir haben mittlerweile 5 Kooperationspartner, die sich durch Räume und Organisationen und Experten und Arbeitszeit einbringen. Und wir hoffen natürlich, dass das sich weiter verbreitet. Das Collab ist gerade im Prozess, ein Verein zu werden, also sich auch da dann nochmal von der, Internet-Community ohne irgendwelche konkreten institutionellen Formen weiterzuentwickeln. Es ist ein evolutionärer Prozess, denke ich, des Erwachsenwerdens. Und in dem ganzen Kontext würde ich eigentlich auch unseren Diskurs gerne sehen. Es ist immer leicht, was zu kritisieren. Aller Anfang ist schwer, ist in diesem Fall auch absolut richtig. Also ich denke, wenn man nicht hinfällt, nicht mal vor einem leeren Saal sitzt und dann sieht, was vielleicht hätte anders gemacht werden müssen, um die Leute zu aktivieren, ist das ganz normal und ein normaler Lernprozess, der uns, glaube ich, gut tut, wenn man da auch nicht zu erfolgreich ist am Anfang, sei es mit so einem Beteiligungstool oder mit einem Multi-Stakeholder, mit einer Multi-Stakeholder-Plattform wie dem Collab. Vielleicht meine Analyse nochmal zu dem Adhocracy-Prozess. In vielen Teilen sind wir da ähnlicher Meinung. Also ich denke, die Komplexität ist da, aber die Komplexität des Netzes ist auch sehr gewaltig und Google hat es geschafft, da einfach einen Suchschlitz hinzumachen und das eben runterzubrechen. Also ich glaube, kann nicht die Antwort allein sein. Wir müssen die Komplexität komplett in dem Tool abbilden. Deswegen haben wir uns ja auch speziell für den Usability-Aspekt entschieden, die Software zu unterstützen und euch zu unterstützen. Also
dahingehend, glaube ich, geht es darum, welche Fragen kann man mit so einem Tool gut beantworten. Es wurde schon angesprochen, man kann entweder Expertise oder Meinung einholen. Ich glaube, bei Expertise ist man schon ganz gut beraten. Ne? Es kommen Leute, die eben nicht da drin sitzen in so einer Enquete-Kommission, die wirklich einfach Referenzen einbringen etc. Es gibt ganz spannende Projekte im amerikanischen und australischen Kontext, wo Patentapplikationen untersucht werden durch solche Crowdsourcing-Instrumente. Und da ist einfach so, kein Mensch kann alles wissen. Wenn man das verteilt, kriegt man eben diese Weisheit der Massen. Man muss die Fragen richtig stellen und sich wirklich genau überlegen, wo macht es Sinn. Häufiger ist da auch weniger mehr. Ne? Das wäre ein Aspekt. Der zweite Aspekt der Identität, wer macht da mit? Wie ist der authentifiziert? Und weiß man dann, also es ist ein Unterschied, ob jemand praktisch für Verdi da reinkommt und das auch intern nochmal abgestimmt hat und er beteiligt sich, oder ob Lieschen Müller halt von zu Hause mal ihre Meinung einbringt. Solche Aspekte werden im Moment noch nicht so von der Plattform wiedergespiegelt, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Und generell muss ich sagen, also meine persönliche Perspektive ist, dass es auf lokalen Entscheidungen bei solchen Dingen, wo kommt der Kindergarten hin oder wo pflanzen wir einen Baum und so weiter, wo die Leute wirklich direkt sehen, was ihre Stimme dann verändert und das einen direkten Einfluss auf sie hat, also sprich auf dem lokalen Level einfacher, das zu lernen und als Erfahrungsbeispiel zu lernen. Ja, vielleicht ein paar Punkte, wie wir versuchen, solche Partizipationsmöglichkeiten umzusetzen. Einmal gibt es ein Tool, das heißt Google Moderator. Da wurden Interviews mit Barack Obama zum Beispiel im Weißen Haus mit organisiert, wo die Fragen dann gecrowdsourced werden und abgestimmt wird, was sind die relevanten Fragen. Es gibt YouTube-Debatten, das ist mittlerweile ganz etabliert in den Staaten, das sind eigentlich in allen Bundesstaaten solche Debatten durchgeführt werden, wo die Fragen von den Bürgern kommen, und dann natürlich eigentlich die Stärke von Google oder eine der Stärken ist die Datenanalyse, also alles, was mit Open Data zu tun hat. Da kommen Tools von Google mit dem Data Analyzer und Trend Visualizer, wo man einfach jedem einzelnen Bürger in die Lage versetzt, aus diesen großen Datensätzen, die ja zunächst mal recht abstrakte Datenbanken komplexe Zusammenstellungen sind, die Sinnhaftigkeiten rauszusuchen und zu analysieren und das dann wiederum im Netz zu veröffentlichen. Ich denke, was für Deutschland sinnvoll und wünschenswert wäre, wenn wir nicht nur diese Bottom-up-Initiativen wie von Daniel und Liquid Democracy hätten, davon gibt es schon sehr, sehr viele, sondern ähnlich wie das in England und den USA passiert, ist einfach mal von ganz oben die Ansage, ja, wir wollen das, ja, wir unterstützen es. Das verändert, glaube ich, in dem ganzen Verwaltungsapparat, wenn du jetzt schon mehrfach den Ältestenrat angesprochen hast, einfach die Grundtonalität, wenn man weiß, das wird von ganz oben gewünscht. Ja, die Weisheit der Massen ist jetzt auch wieder gefragt. Gibt es Nachfragen zum Collaboratory jetzt speziell? Ich hätte noch eine Nachfrage zum Konstantin von Notz. Ein Dreisprung. Beim Zugangserschwerungsgesetz haben wir gesehen, dass mit 150.000 Unterschriften bei der Online-Petition ein erheblicher Impact ausging. Ich habe den Koch noch nie so entsetzt gesehen wie in dem Statement zu der Petition, den Roland Koch. Der war entsetzt, weil da demokratisch was ganz anderes lief, als er in einer repräsentativen Demokratie verabschiedet hat. Ich finde eure Tools ganz schön. Ich gucke da auch rein, ich gucke mir auch die Streams an, auch die Sitzungen, fand ich ganz toll, dass man auch einen Eindruck kriegt, wie zäh und wie schwierig das ist mit den Kollegen da, um das freundlich zu sagen. Die Frage für mich ist, wenn der Ältestenrat dagegen ist, dass Usability schwierig ist, gibt es dann auch ein Risiko, dass die Leute woanders hingehen? Beim Datenschutz ist mir das aufgefallen, wenn der Weichert da Amok läuft, ja, dann werde ich mich da nicht äußern. Ich stehe da, der stellt mir die Pistole auf die Brust und sagt, 50.000, wenn du den scheiß Knopf drin lässt in deinem kleinen Block da, dann mit den deutschen Leuten kann man nicht diskutieren. Ist dann nicht das Risiko, dass die Leute woanders hingehen, zur Online-Petition, zur Campact oder Campact, ich weiß nicht, wie sie aussprechen, und dann sich anders äußern, als ihr es gewünscht habt?
Ja, also es ist ein Problem da, das ist ja jetzt hier schon mehrfach sozusagen durchgeklungen, weil die Meinung des Deutschen Bundestages bei aller Übereinstimmung, dass die Enquete grundsätzlich sinnhaft ist bezüglich dieser progressiven neuen Dinge, gibt es eben erhebliche Teile, die sehr skeptisch sind und die, denen das alles unheimlich ist und die sagen, ihr wollt die repräsentative Demokratie abschaffen und so. Deswegen gibt es auch keine richtige Werbung, deswegen ist es nicht gelungen, sozusagen Autocracy direkt über die Seiten des Bundestages einzustielen. Ganz komplizierte Verhandlungen, alles immer ganz, ganz, ja, und nachher erreichst du dann eben Schritt für Schritt so Dinge. So. Das wird sich meiner Ansicht nach verändern, einfach weil eben die Lebensrealität, ich muss das leider so global beantworten, weil das meiner Ansicht nach so ein globales Phänomen ist. Es ist einfach so, dass es diese Enquete gibt, ist Ausdruck des Umstandes, dass sich die Lebenswirklichkeit sozusagen durch die Digitalisierung der Gesellschaft, wenn man es darunter zusammenfassen will, einfach so fundamental geändert hat, dass man diesen Bereich nicht mehr ignorieren kann. Und jetzt ist die Tür sozusagen ein Stück offen und sie wird sich nicht mehr zumachen lassen. Ja, und jetzt geht es darum, das Stück für Stück aufzudrücken und zu versuchen, da in den Institutionen, die wirklich extrem veränderungsresistent sind, eben auch Prozesse zu verändern. So. Und Thilo Weichert kann man auch anders sehen, sozusagen, kann man auch kritisch sehen, aber man kann auch sehen, dass jemand eben versucht, ein bestimmtes Thema hochzuziehen. Das ist, wenn jemand steile Thesen aufstellt, ist das für die Diskussion immer erstmal gut, würde ich behaupten. So, die Zeit läuft leider rasend schnell davon. Ich könnte aber jetzt noch eine Nachfrage-Statement dran nehmen. Gibt es noch Bedarf? Ansonsten würde ich dann nämlich jetzt den Referenten nochmal die Gelegenheit geben zu einem Abschlussstatement. Ich würde euch alle einfach ganz kurz fragen, beschreibt doch einfach mal in 2, 3 Sätzen, wo seht ihr den Stand der Bürgerbeteiligung so in 5 Jahren? Was ist da ganz kurz eure Vision? Was wünscht ihr euch? Was tut sich? Ganz kurz nochmal ein paar schöne plastische Bilder hier am Ende. Okay, also Optimist, der ich bin, ich würde mir wünschen, dass ich morgens in die S-Bahn oder in die Straßenbahn steige und verschiedene Entscheidungen sowohl auf lokalem als auch auf nationalem und internationalem Level über mein Smartphone dann abstimmen kann. Oder ich finde die Idee von Liquid Democracy da sehr sinnvoll, eben nicht wählen jedes Mal, sondern sagen, ich weiß, der Daniel kennt sich mit dem Thema aus und entsprechend meine Stimme weitergeben. Also ich würde es sozusagen erstmal praktisch für die Politik mir in den nächsten 3 bis 5 Jahren erhoffen, dass es eben gelingt, diesen Ansatz jetzt fortzusetzen und dass es gelingt jetzt, wir haben ja praktisch die Netzpolitik nur als Hebel genommen. Interessant ist natürlich, wenn man in ganz andere Bereiche kommt, also wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Bereich der Verbraucherschutz Politik eben ins Netz trägt, wird ja jetzt an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen auch versucht. Das kann man ja auch mal lobend erwähnen, dass es da durchaus Bestrebungen gibt. Und dann, wenn sozusagen auch über so populäre Themen, ja, und es ist ja gar nicht schlecht, wenn ein Thema populär ist, wenn sich darüber eben immer mehr Leute dafür interessieren und auch merken, irgendwie sie sind Teil dieses Diskurses, dann kann das schon auch nochmal so eine Belebung unseres demokratischen Systems sein, das ja doch auch Probleme hat, ja. Also das muss man ja ganz offen sagen, wenn bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern 53% der Leute nur wählen gehen, dann gibt es ganz offensichtlich ein massives Motivationsproblem und ich glaube, dass da sozusagen erfolgreiche Beteiligung an interessanten Themen mit ein Hebel sein kann, um das deutlich zu verbessern. Ja, ich kann mich ganz kurz fassen. Ich würde es mir genauso wünschen wie Max, an möglichst vielen Orten, dass ich reinkommen kann, dass ich sagen kann, hier bringe ich mich aktiv ein, hier delegiere ich, hier stimme ich mit. Dass ich mir einfach insgesamt die Hürden abbauen und dadurch aber nicht nur erreichen, in eine Abstimmdemokratie zu rutschen, sondern wirklich auch in eine diskursorientierte Demokratie, wo ich vor allem auch lernen kann, was sind eigentlich die Standpunkte meiner Mitbürger zu den Themen, wo beeinflusst mein Wunsch vielleicht auch das Leben anderer.
Ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, Sie haben alle viel mitgenommen. Ich habe das jedenfalls getan. Ich bedanke mich nochmal bei den Referenten, natürlich auch bei der Bitkom und bei der Böll-Stiftung. Und der Dialog wird fortgesetzt. Sie kennen ja jetzt die Tools, die Plattform und auch die Ansprechpartner. Vielen Dank.